Ja, herzlich willkommen zurück hier in Berlin und herzlich willkommen auch an alle, die digital zugeschaltet sind. Willkommen zu unserem zweiten Panel und auf das freue ich mich auch riesig, denn es ist ein Riesenthema, das ich seit vielen Jahren mit begleite und seit vielen Jahren entwickelt es sich so enorm. Also ich würde sagen, es war erst eine echte Nische. Dann wurde es so etwas, was viele sich als USP auf die Fahne geschrieben haben und das natürlich auch als Marketinginstrument ganz gut verwenden konnten. Und ich würde sagen, inzwischen ist es mindestens in der Finanzindustrie so weit, dass sie gar nicht mehr drumherum kommen. Sustainable Finance, nachhaltiges Investieren, ESG, es ist in aller Munde und es wird uns erhalten bleiben. Viele Stiftungen fühlen sich davon natürlich ein bisschen gedrängt, denn nicht für jeden ist es ganz einfach, da einzusteigen, sich das wirklich zu erschließen. Große Konzerne haben da ganze Abteilungen inzwischen. Aber wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie man es vielleicht angehen kann und wie man sich vielleicht aufstellen sollte, auch um zukunftsfähig zu sein oder gut in diese Richtung aufgestellt zu sein. Ich darf Ihnen meine Runde vorstellen, die dieses Mal aus zwei zugeschalteten Podiumsgästen auch besteht. Und deshalb darf ich als erstes Herrn Fritz begrüßen. Er ist zugeschaltet. Er ist seit 2016 einer von zwei Geschäftsführern der vermögensverwaltenden Stiftungen der Erzdiözese München und Freising und verantwortet dabei schwerpunktmäßig die liquiden Investments. Zuvor war er 16 Jahre für eine deutsche Geschäftsbank in der Beratung von Stiftungen tätig. Das kommt nicht von ungefähr, hat im Bereich Stiftungsrecht promoviert, ist Fachautor und Hochschuldozent. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Fritz. Ja, vielen Dank, Frau Heidmannick. Ja, ich muss dazu sagen, das ist wirklich toll, dass wir in der Lage sind, zwei Personen zuzuschalten. Ich glaube, das ist Maximum. Und ich sehe auch, unser zweiter zugeschalteter Gast ist schon da. Da werde ich ihn auch direkt begrüßen. Ich begrüße den Leiter des Fachbereichs Sustainable Finance beim WWF Deutschland. Bis 2005 war er bei PwC und IBM in der Managementberatung tätig. Seit 2005 baut er den WWF-Fachbereich auf, in dem der WWF die Arbeiten zu Nachhaltigkeit im Finanzsystem bündelt. Und auch er ist neben vielen weiteren Engagements Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Ja, herzlich willkommen, Matthias Kopp. Vielen Dank. Und ich habe die beiden jetzt vorgezogen, damit wir sicher sind, dass der Ton steht und uns auch jeder hört. Ich darf die Dame zu meiner Rechten herzlich begrüßen. 2018 sind wir uns das erste Mal auf einem Podium begegnet. Ich musste direkt mal nachschauen, denn damals hat sie das Thema Nachhaltigkeit schon unglaublich umgetrieben. Und das war so, wie ich es eben erzählt habe. Da war das, es ist 4 Jahre nur her, aber es war noch so, es war nur im Kommen, würde ich sagen. Aber sie hat es schon wirklich mit großem Engagement betrieben. Seit 2002 ist sie bei der Stiftung EVZ, Erinnerung, Verantwortung und Zukunft tätig. Seit 2018 verantwortet sie dabei als Leiterin der Finanzen das Asset Management der Stiftung. Herzlich willkommen, Angrit Lehmann. Dankeschön. Und wir sind sehr frauenlastig in dieser Panelrunde. Ich freue mich, Wiebke Mehrwert begrüßen zu dürfen. Sie ist Leiterin Public Affairs und Nachhaltigkeit bei der Bayern Invest. Sie ist Expertin für die Implementierung von Nachhaltigkeitsansätzen auf Investment- und Unternehmensebene und begleitet die Ausrichtung der Bayern Invest auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Darüber hinaus ist sie auch Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Wiebke Mehrwert. Hallo, hallo. Ja, und ich begrüße nochmal Professor Jörg Rocholl, den Präsidenten dieser Uni. Schön, dass Sie auch in dieser Runde dabei sind. Vor 3 Monaten, ich muss damit einsteigen, Herr Rocholl, weil ich habe natürlich über Sie recherchiert und habe geguckt, was schreibt er denn so alles. Und vor 3 Monaten haben Sie einen Kommentar im Handelsblatt abgegeben. Überschrift, Sie ahnen, was kommt. Warum wir mehr grüne Substanz als grünes Marketing brauchen. Es ist höchste Zeit, von einem naiven zu einem aufgeklärten Umgang mit nachhaltiger Finanzierung zu kommen. Es klingt eigentlich schockierend, dass es so schlimm ist. Wo liegen für Sie die größten Klippen? Wo ist es zu naiv und wo muss es einfach aufgeklärter werden? Ja, in der Tat. Also vielleicht, um zunächst zu sagen, worum es mir nicht geht. Mir geht es nicht darum, formuliere es positiv. Mir geht es darum, dass die Bedeutung des Klimawandels so groß ist, dass es auch wichtig ist, die Frage der Finanzierung dieser Bedeutung angemessen zu behandeln. Das heißt also, nicht zu einfache Antworten zu finden.
Und diese einfachen Antworten würde ich gerne an einem Beispiel beschreiben, weil ich glaube, das am besten zeigt, wo ich denke, dass die Dinge zu kurz gedacht sind. Es gibt seit September 2020 die sogenannten grünen Bundesanleihen. Das heißt, es gibt Anleihen der Bundesrepublik Deutschland, die als grüne Anleihen verkauft werden. Wenn jetzt ein Anleger oder eine Anlegerin denken sollte, dass damit zusätzliche grüne Projekte finanziert werden, liegen sie falsch. Das ist nicht so. Und zwar ist es nämlich genau andersrum. Es ist so, dass der Bund sich vorher anschaut, welche der Investitionen, die im Jahr 2020 oder jedem anderen Jahr getätigt werden, als grün klassifiziert werden. Dann wird die Summe gebildet über all diese Projekte, die dort finanziert werden. Und dann wird genau in diesem Betrag oder in der Höhe dieses Betrages wird dann eine Anleihe emittiert, die als grün durchgeht. Das heißt, wenn man das jetzt fachspezifisch könnte man das sagen, Additionalität, da kommt nichts Zusätzliches rein, was in irgendeiner Form die grüne Transformation weiter begründen würde. Es ist einfach nur eine Umdeklarierung dessen, was ohnehin schon da war. Und deshalb bei dieser Bedeutung des Themas ist es aus meiner Sicht deshalb so wichtig, genauer hinzuschauen. Und ich denke, wir werden ja gerade in der Diskussion heute viele Möglichkeiten haben zu sehen, was genau die Dinge sind, die wirklich einen Unterschied ausmachen können. Das geht ja schon fast Richtung Thema Greenwashing, dann, auch wenn man es der Bundesregierung nicht vorwerfen will. Sie sind in Ihrem Haus ja insgesamt sehr mit diesem Thema befasst, also sowohl von der Stiftung aus als auch in der Hochschule selber. Wie stellt sich das dar? Ja, das zieht sich durch alle Bereiche. Das hat natürlich mit der Forschung zu tun, wie jetzt in meinem Beitrag und in vielen anderen Bereichen. Dann hat das einen ganz großen Beitrag in der Lehre, dass wir in der Lehre das Thema Nachhaltigkeit nicht als einzelnes Fach haben, sondern sich dieses Thema durch alle Klassen, die wir haben, durchzieht. Und dann, und das ist ganz wichtig, ist es auch etwas, was in der Hochschule insgesamt stark verankert ist, dass, wenn man das jetzt mal so als Grassroot bezeichnet, dass wir Sustainability Ambassadors unter unseren Kolleginnen und Kollegen haben, dass wir, Herr Galichs, insbesondere gerade versuchen, eine Solarpaneele oben auf unser Staatsratsgebäude zu bauen, wo wir bisher noch mit dem Denkmalschutz kämpfen. Also das ist auch ein Thema, wo man einfach erkennt, das ist vielleicht ein weiteres schönes Beispiel, wo man eben auch Zielkonflikte erkennen kann zwischen einzelnen Politikzielen, die beide für sich genommen wichtig sind. Denkmalschutz, Klimaschutz. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wenn man diese Politikziele nebeneinander stellt, welches ist dann wichtiger? Und wir würden argumentieren, der Klimaschutz ist wichtiger als jetzt, dass da oben Solarpaneele sind, die man eigentlich auch nur vom Fernsehturm von oben aus sehen kann. Der Denkmalschutz argumentiert bisher, uns ist der Denkmalschutz wichtiger als der Klimaschutz und deshalb sind wir da bisher noch nicht vorangekommen. Jetzt hoffen wir mal, dass das sich ändern wird. Frau Melbert, Sie beraten institutionelle Investoren, auch Ihr eigenes Haus. Wie stark entwickelt sich das Thema Sustainable Finance im Stiftungsbereich und was sind die größten Hürden, die Sie erleben? Ja, im Prinzip das Gleiche wie das Panel. Also wir haben die Bewahrer, wir haben die Denkmalschützer und wir haben die Fortschrittlichen, die das Klimathema und das Klimarisiko integrieren und das über alle Assetklassen hinweg, über alle Strategien hinweg. Und dem müssen wir gerecht werden als Anbieter und dem müssen wir aber auch insofern gerecht werden, als dass wir sagen, selbst wenn wir Bewahrer haben, brauchen wir zumindest einen Rand von Photovoltaikanlagen, die es zu berücksichtigen gilt. Also ein Fundament von Mindeststandards wie ILO-Arbeitsmarktnormen, wie aber auch wirklich Klimapfad-Mindestthemen, die wir, egal wie unprogressiv der Investor ist, auf jeden Fall als Basis beziehen müssen. Also das merken wir schon. Aber die Frage ist am Ende, wir können uns ja dem Nachhaltigkeitsthema alle nicht verschließen. Wir können nur die Frage stellen, sind wir bei 60% oder bei 80 oder bei im Zweifel 100, was 100 sportlich macht, weil die Linie ja immer weiter nach vorne verschoben wird. Also es ist das klassische Moving Target, dem man gar nicht zu 100% gerecht werden kann, dieses und nicht nächstes Jahr. Also das Thema entwickelt sich jedenfalls eindeutig so, dass es nicht mehr nur von einigen wenigen, die sich dafür schon immer besonders interessiert haben, ist. Frau Lehmann, Sie haben trotzdem schon vor 2-3 Jahren angefangen, sich auch für die Unterzeichnung der UNPRI einzustellen. Und das ist ja ein Riesenschritt, also für eine Stiftung, die auch nicht riesig ist und auch keine Riesen-Manpower ist. Warum wollten Sie das unbedingt und wie schwierig war es wirklich? Frau Hertmanik, ich muss gestehen, da müssen Sie etwas verwechseln, weil aus Kapazitätsgründen habe ich die UNPRI nicht unterzeichnet. Das ist allerdings ein Ding. Und wissen Sie, warum das ein Ding ist? Das klingt so, als ob ich mich nicht damit befasst habe. Irgendwo stand, letztes Jahr wäre es dann soweit gewesen. Und darum habe ich Sie gefragt. Ach, interessant. Dann umso interessanter. Warum haben Sie sie nicht unterschrieben? Das ist eine sehr gute Frage. Danke dafür. Das ESG-Thema
kommt für viele institutionelle Investoren immer on top. Das Kapitalanlageumfeld ist extrem anspruchsvoll. Die Welt dreht sich in diesem Bereich extrem schnell. Und der Finanzbereich der Stiftung EVZ besteht aus zwei Köpfen. Das ist meine Assistentin und mir. Und wir verantworten insgesamt 600 Millionen Euro an Assets. Ich habe einfach nicht die Kapazität. Ich habe nicht die Kapazität, jährlich ein ESG-Reporting für die UNPRI zu verfassen. Da mache ich lieber meine Hausaufgaben zu Hause, kümmere mich darum, dass ESG als stringenter Prozess auf eine breite Basis im Bereich der Allokation verfestigt wird. Und ich würde sehr gerne ein Signatory der UNPRI werden, aber die Kapazitäten lassen es nicht zu. Was setzen Sie stattdessen bisher um? Wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, zu dem Thema kommen wir aber vielleicht später nochmal. Ich beschäftige mich seit 2009 mit dem Thema ESG. Ich habe relativ klein angefangen, einen Prozess zu implementieren, wo wir zunächst ausschließlich mit Ausschlusskriterien gearbeitet haben. Und darauf habe ich einen Engagement-Prozess gesetzt. 2019, nachdem wir uns bei dem Panel kennengelernt haben, habe ich denn damit angefangen, ESG-Anlagerichtlinien zu verfassen, um als Ergänzung zu den Anlagegrundsätzen, die, wir haben ja vorhin auch schon, haben Sie mit Dieter Lehmann und so weiter darüber gesprochen, ich finde, es ist wichtig, dass man neben den Anlagegrundsätzen sich auch im Nachhaltigkeitsbereich einen guten Rahmen gibt. Und diese Nachhaltigkeitsstrategie, die wir jetzt bei unseren liquiden und illiquiden Assets ausbreiten, fokussieren sich weiterhin auf Ausschlusskriterien. Wir orientieren uns da an der Historie der Stiftung EVZ. Und darüber hinaus arbeiten wir aber auch mit Positivkriterien. Das heißt, wir haben für uns einen Dialog intern aufgenommen mit den Vorsitzenden, mit dem Vorstand der Stiftung und haben uns mit der Fragestellung beschäftigt, welche SDGs sind uns besonders wichtig. Da wir ja als einen Aufgabenschwerpunkt in der EVZ die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter hatten, ist Decent Work SDG 8 für uns natürlich das Kern-SDG, beziehungsweise insbesondere das Unterziel 8.7. Darüber hinaus haben wir noch weitere SDGs für uns jetzt als ersten Schritt in die ESG-Anlagerichtlinien aufgenommen und sind nun im Dialog mit den Asset Managern, wie wir diese Schritte implementieren können. Über die einzelne Auswahl sprechen wir natürlich gleich noch. Herr Fritz, wie wichtig ist es für Ihr Haus, ESG-Kriterien einzubinden? Oder ist das eine Spezialität einfach bei Ihnen? Würden Sie sagen, das ist was Verbindliches oder machen Sie es on top? Nein, es ist verbindlich und ich arbeite ja für drei kirchliche Stiftungen, der Erzdiözese München und Freising. Und für kirchliche Stiftungen oder auch insgesamt für kirchliche Investoren, glaube ich, geht die Nachhaltigkeitshistorie ja schon relativ weit zurück. Das war auch, als ich, Sie haben es erwähnt, ich habe vorher in der Bank gearbeitet und meine Kolleginnen und Kollegen, die schon etwas länger dabei waren, haben auf meine Frage, was ist denn jetzt eigentlich Nachhaltigkeit im Anlagebereich, haben die gesagt, naja, es gab da so mal ursprünglich einen Orden, das waren Ordensfrauen, die mehr oder weniger als Erste gefragt haben, eben was eigentlich so die Risiken und Nebenwirkungen ihrer Kapitalanlagen sind im sozialen und im gesellschaftlichen Bereich. Also das heißt, und das ist schon jetzt, glaube ich, 25 Jahre oder so schätze ich her. Und da kommen viele Stiftungen her, aber insbesondere die kirchlichen Stiftungen, die sagen wir, relativ lange schon sich mit dem Thema beschäftigen, also bei Kirchen auch beider Konfessionen, wo wollen wir investieren unter ethischen Gesichtspunkten und wo nicht. Und insofern ist das schon ein prägendes Element. Ich glaube nur, dass das gilt wahrscheinlich für viele Stiftungen, nicht nur für uns, dass wir schauen müssen, jetzt wo die Nachhaltigkeit so eine starke Dynamik gewonnen hat, dass wir nicht plötzlich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil wir uns, sagen wir, an diesem eingespielten und etablierten System der Ausschlusskriterien festklammern und sagen wir, die neuen Möglichkeiten, die vielleicht auch viel effektiveren Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, nicht nutzen. Also, und das ist so der Prozess, in dem wir uns auch gerade selbst befinden, wo wir schauen, wie können wir, so wie andere institutionelle Investoren oder eben auch andere Stiftungen, Frau Lehmann hat es ja gerade schon erwähnt, beispielsweise eben uns im Bereich Engagement auch stärker
bewegen oder beispielsweise mit Impact Investing arbeiten. Also das ist so, glaube ich, der Punkt, da müssen viele Stiftungen jetzt schauen, wir auch, dass wir da den Anschluss sozusagen an die Entwicklung nicht verlieren. Sie sind ja von Haus aus Jurist. Gibt es Gründe, weshalb man sich womöglich gar nicht oder erst recht engagieren müsste in gewissen Bereichen? Also unter juristischen Gesichtspunkten jetzt vielleicht nicht. Ich glaube nur, dass das vieles von dem, was vielleicht so als Einwand gegen Nachhaltigkeitskriterien bei der Anlage von Stiftungsvermögen aufgebracht wird, nicht so stichhaltig ist, wie es im ersten Moment scheint. Ich glaube, das ist eine wichtige Diskussion, die auch unter den Juristinnen und Juristen im Stiftungswesen noch zu führen ist und am Anfang steht. Ich glaube allerdings, dass es tatsächlich eine Mindestanforderung gibt an steuerbegünstigte Stiftungen, nämlich darauf zu achten, dass die Vermögensanlagen dem Stiftungszweck nicht zuwiderlaufen. Also, und das lässt sich jetzt nicht nur ethisch oder moralisch begründen, sondern das lässt sich auch juristisch begründen. Wir haben in allen Landesstiftungsgesetzen die Vorgabe, dass der Stifterwille sozusagen über den gesamten Wirken der Stiftung einschließlich der Kapitalanlage steht. Und wenn die Stifterin oder der Stifter eben ein bestimmtes gesellschaftliches Ziel vorgegeben hat, dann haben alle in der Stiftung, einschließlich derjenigen, die für das Vermögensmanagement zuständig sind, auch darauf zu achten, eben dass das Gesamtwirken diesem Stiftungszweck oder den intendierten Zielen nicht zuwiderläuft. Herr Kopp, Sie sind ja beim WWF, da erwartet man natürlich, dass gewisse Kriterien einfach implementiert sind. Sagen Sie, die Entwicklungen, die wir jetzt haben, ich habe es ja gesagt, wir nehmen ganz ordentlich Fahrt auf, mindestens in der Finanzbranche, wir sind an einem guten Punkt und so muss es sein, oder sagen Sie, der Baum brennt lichterloh viel zu langsam? Der Baum brennt lichterloh. Wir sind an einem ganz guten Punkt. Von hier müssen wir deutlich mehr weitermachen, würde ich das mal so umfassen. Also ich würde gerne noch kurz auf einen Punkt eingehen, weil Herr Rocholl den, glaube ich, richtigerweise angesprochen hat, aber mich treibt es da, eine Perspektive zu geben. 98% von dem, was Herr Rocholl dargestellt hat, im Sinne von richtig machen, ernst nehmen, das Thema ist viel zu wichtig, die Fragen sind viel zu wichtig, würde ich komplett unterschreiben. Ich glaube nur, dass dieser eine Satz, wer glaubt, dass mit einer Investment in einer grünen Anleihe sozusagen ein zusätzlicher Beitrag geleistet wird. Das stimmt, aber das sollte auch niemand glauben. Steht ja nicht drauf. Also die Tatsache, dass da jetzt eine grüne Anleihe begeben wurde, macht genau das. Die sagt, dass die Kapitalallokation einem Framework entspricht und das bei Projekten ankommt, die eine bestimmte Performance haben. Und diese Frage von Additionalität eben in der Anleihe halte ich persönlich für ziemlich schwierig nachweisbar bei grünen Anleihen. Der Punkt, warum ich das jetzt mache, ist nicht, um da jetzt bei Herrn Rocholl anzusetzen, sondern ist zu sagen, wir, glaube ich, müssen vom Verständnis her dazu kommen, auch weil Sie am Anfang eingeleitet haben, es kommt niemand mehr um das Thema drumherum. Die Transformation, über die wir hier sprechen, die am Ende vom Tag ja konstituiert, ob wir einen nachhaltigen Effekt haben oder nicht, die trifft das gesamte System im Moment. Deswegen sagte ich auch, der Baum brennt lichterloh. Und was wir erreichen müssen, ist, dass dieses gesamte System, alle, die gesamte Wirtschaft, mehr oder weniger jedes Gebäude, in dem wir unterwegs sind, unsere Wertschöpfungsketten und in der systemischen Breite bewegt und entwickelt werden müssen. Deswegen gibt es gar keinen zusätzlichen Nutzen mehr oder Beitrag mehr, weil wir es ja in der Breite tun müssen. Ich glaube, das ist die Perspektive, die mir hier wichtig wäre. Deswegen ist auch Ausschluss wahrscheinlich nur so eine Teilperspektive, weil wir am Ende vom Tag gucken müssen, kriegen wir diese Transformation mit Kapital so ausgestattet, dass sie gelingt. Herr Rocholl, möchten Sie direkt darauf reagieren? Ja, ich sehe da jetzt keinen großen Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, denn in der Tat, ich hatte mich ja besonders auf die Staatsanleihen konzentriert, weil das, glaube ich, am klarsten ist und am Wesentlichen ist. Jetzt, ich stimme vollkommen zu. Die entscheidende Frage ist doch, wie am Ende diese unglaubliche Transformation, die vor uns liegt, gewährleistet werden kann oder umgesetzt werden kann. Und das kommt dann teilweise zu Ergebnissen, die teilweise ein bisschen überraschend sind. Also zum Beispiel das Ergebnis, dass es gar nicht unbedingt sinnvoll sein muss, dass alle nur in nachhaltige Anlageklassen investieren, sondern wenn wir jetzt wirklich an die Transformation denken, dann ist es ja nicht entscheidend, was heute ist, sondern wie schaffen wir von heute auf morgen den größten Wechsel. Und der könnte zum Beispiel dadurch geschehen, dass Investoren gerade in, ich sage das mal, braune Anlageklassen gehen, die ein besonders hohes Veränderungspotenzial haben, also die man tatsächlich viel stärker in Richtung Grün drehen kann. Also das heißt, dass wir dazu kommen müssen, vielleicht nicht so sehr, oder ich finde das vielleicht streiche ich nicht, den Status zu sehen, sondern eher die Veränderungsmöglichkeit zu sehen, dass also Investorinnen und Investoren besonders darauf achten können, wie viel zum Beispiel an CO2-Emissionen kann ich in einer bestimmten Investition
Emissionen tatsächlich reduzieren, indem ich mich in eine bestimmte Anlageklasse begebe. Und das könnte dann zum Beispiel auch eine braune Anlageklasse sein, von der man weiß, dass man, wenn man entsprechende Managemententscheidungen trifft, genau im nächsten Jahr den höchsten Impact erzielen kann. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir schon in die Details so einsteigen. Frau Merbet, was ist das, von dem Sie sagen, das erleben Sie, ist für viele die höchste Hürde, also gerade auch bei Stiftungen eben, überhaupt in das Thema einzusteigen, von dem Sie aber sagen, so kann es aber gelingen und das ist keine echte Hürde. Weil ich finde, wenn man diese zwei Aussagen hört, kann einem Angst und Bange werden, allein bei der Auswahl. Die häufigste Frage, die ich bekomme, kann ich mir das denn überhaupt leisten, diese Nachhaltigkeit? Und die Rückfrage ist dann, können wir es uns leisten, es zu ignorieren? Und die klassische Antwort ist, wir sind, so wie Matthias gesagt hat, ja längstens mittendrin. Und wenn wir jetzt beide Rückmeldungen zusammennehmen, dann ist eben, ist nachhaltiges Investieren der Weg oder ist es das Ziel? Und dann ist dazu parallel die Angst, immer wieder beim Investor zu sagen, vielleicht mache ich mich jetzt angreifbar, wenn ich sage, ich bin jetzt schon nachhaltiger Investor, also das Greenwashing-Thema. Aber bin ich es eben, wenn ich mich auf den Weg begeben habe oder bin ich, wenn ich schon da bin? Und das, was ich vorhin sagte, die Mindeststandards, wenn ich bestimmte rote Ampeln ausschließe, dann bin ich schon einen guten Schritt nach vorne gekommen. Und dann gehe ich die Transformation und dann versuche ich die Differenz gegenüber der Benchmark, gegenüber dem Markt, gegenüber der Zeit immer wieder zu verbessern und mache mich damit weniger angreifbar. Aber es gar nicht zu versuchen, aus Angst eben nicht die deutsche 100% sofort zu erreichen, das ist der Fehler. Frau Lehmann, abgesehen von dem Thema, das Sie natürlich verfolgen, weil es Ihre Stiftung inhaltlich auch trägt, würden Sie nachträglich sagen, wenn es jetzt nicht so ein Riesenthema ist, wäre am liebsten nicht, war zu anstrengend, zu viel? Denn Sie haben ja wirklich jede Hürde nehmen müssen. Sie kamen ja keine Armada von Mitarbeitern, die das gestemmt haben oder alles outgesourced direkt. Nein, ich bereue es nicht. Ja, es ist immer, oder sehr häufig ist es einfach ein People's Business. Als wir 2008 einen großen Reallokationsprozess nach Abschluss der Zwangsarbeiterentschädigung umgesetzt haben, kam diese Frage nach ESG sehr schnell auf. Und ich möchte jetzt nicht dieses ständige Thema aufnehmen. Es ist unsere Verantwortung. Es ist ein Teil des Risikomanagements. Und ich muss aber auch sagen, ESG ist, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man diversifiziert investiert ist, dann ist es ein hochkomplexes Thema und es ist anstrengend, aber es ist auch gut und es ist wichtig. Und von daher ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man das macht, aus meiner Sicht. Herr Fritz, viele haben natürlich auch juristische Hürden im Kopf, sage ich mal, einfach weil Sie wissen, da kann irgendwas entgegenstehen, das Sie womöglich nicht überblicken. Gibt es besondere Hürden, die tatsächlich Ausschließlichkeitswert haben? Nein, ich glaube nicht. Also die Haupteinwände, die jetzt speziell bei Stiftungen immer kommen, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht, dann ist das, ja, wir haben ja ein Vermögenserhaltungsgebot und wir haben bestimmte Ertragsziele. Und das ist eh alles schon schwierig, weil aufgrund der niedrigen Zinsen die Erträge nicht so sprudeln. Und jetzt sollen wir, sagen wir, obendrauf noch Nachhaltigkeit legen und die möglichen Negativeffekte, die bei nachhaltiger Vermögensanlage immer noch häufig vermutet werden, die könnten ja diesen ehernen Prinzipien des Stiftungsrechts, also eben Vermögenserhaltung und Ertragserzielung, irgendwo zuwiderlaufen. Also ich glaube, da ist die Argumentation gegen nachhaltige Vermögensanlage zu dünn. Also das hat mittlerweile, muss man sagen, vor allem wo die Datenlage immer besser wird, schon eher jetzt den Charakter einer Ausrede mittlerweile. Ich glaube, da kann sich niemand mehr so richtig rausnehmen. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Natürlich ist das ein extrem dynamischer Prozess. Das ist natürlich auch etwas, was vielleicht vielen Stiftungsverantwortlichen, die sagen wir, da aus ruhigerem Fahrwasser kommen und noch so die Anlagepolitik der ruhigen Hand im Hinterkopf haben und viele so klassische Anlagebilder, die auch Nachhaltigkeit gar nicht so richtig ermöglichen, weil wir hatten es ja schon in der ersten Runde mehrfach, so das klassische Bild der Stiftung mit, 50% deutscher Staatsanleihen. Da ist natürlich auch der Spielraum gar nicht so groß, irgendwie Nachhaltigkeit zu gestalten. Aber je mehr man eben auch in die
in die höheren Aktienquoten geht und je mehr man also auch als Stiftung dort die Eigentümerposition übernimmt in verschiedenen Unternehmen, desto mehr Möglichkeiten hat man auch verschiedene Nachhaltigkeitsinstrumente zu spielen. Also insofern ist das, glaube ich, ein Punkt, der, und das hat auch Frau Liemann richtigerweise gesagt, der nur teilweise obendrauf gesetzt ist. Eigentlich sind wir auch darüber, glaube ich, schon hinweg, so um dieses Nachhaltigkeitsfilter oder Ähnliches, sondern eigentlich sollte Nachhaltigkeit jetzt wirklich ein integraler Bestandteil des ganzen Anlagemanagements sein, auch auf Seite der Investoren beispielsweise und ganz vor allem im Hinblick auf das Risikomanagement. Also das sehe ich ganz genauso wie Frau Liemann und da sehe ich jetzt auch keinen Widerspruch. Selbst jetzt mittlerweile im Immobilienbereich schaut man sich ja doch durchaus eben die mittlerweile ja auch weitestgehend definierten Nachhaltigkeitsrisiken an. Und das ist eben auch keine Kür mehr, sondern das ist auch aus juristischer Sicht, muss man sagen, gerade im Hinblick auf das, was die kommende Stiftungsrechtsreform uns aufgibt, das gehört mittlerweile schon zur Pflicht. Also Nachhaltigkeit ist nicht was, was on top kommt, sondern Nachhaltigkeit ist was, was eigentlich jede und jeder, der momentan Verantwortung für Stiftungsvermögen trägt, schon im Blut haben müsste. Unterstützt die Stiftungsrechtsreform nächstes Jahr damit eher die Stiftung oder wird es schwieriger? Das kommt darauf an, würde ich sagen. Also es unterstützt die Stiftungen, die beziehungsweise vor allem auch die Stiftungsverantwortlichen, da geht es ja auch um Haftungsfragen, die letztlich da einen dynamischeren Ansatz haben, die auf höhere Aktienquoten beispielsweise gehen, weil eben, sagen wir mal, unter bestimmten handwerklichen Voraussetzungen sie stärker abgesichert sind als bisher. Die Stiftungsverantwortlichen, die sich eher als Wahrer und Verwalter verstehen, die haben es vielleicht dann nach der Umsetzung der Stiftungsrechtsreform an der einen oder anderen Stelle etwas schwerer. Herr Kopp, der WWF sieht ja insgesamt große Versäumnisse bei der Politik, vor allen Dingen bei der Umsetzung von den Klimazielen. Die Stiftungen sind ein großer Kapitalgeber im Grunde oder Kapitalnehmer, wie man es nimmt, also ein großer Faktor. Wo müssten da vielleicht die Weichen auch anders gestellt werden, dass dieser Bereich auch gehoben wird? Ja, ich bin jetzt kein Experte, was Herr Fritz gerade ansprach, Stiftungsrecht und die Rahmenbedingungen, die da bestehen. Also wenn man sagt, eine Stiftung ist letzten Endes ein Vermögenseigentümer, ein Asset Owner, wie andere auch. Wenn man jetzt mal dann sagt, wie große Versicherungen oder wie Pensionskassen. Ne? Und wie gesagt, mir ist sehr bewusst, dass jetzt unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen da gelten. Da kann ich mich über Stiftungsrecht jetzt nicht aus in der Tiefe. Dann gilt dort genau das Gleiche wie für eine Allianz oder wie für eine Pensionskasse einer beispielsweise in der Pensionskasse Höchst, um einfach mal so ein bisschen so einen kleinen absurden Namen zu nennen. Ne? Die Frage ist schon, was ist die Zielsetzung, die erreicht werden soll? Was ist das Verständnis für die Frage, wie das Kapital allokiert werden soll? Ich wäre an der Stelle genau da, wo Herr Rocher gerade war. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Investitionen in die Bereiche, die sich transformieren, würde ich gerade als nachhaltig definieren zukünftig. Ich würde nicht sagen braun, sondern das ist der Bereich, der sich transformieren muss. Wenn der sich genau richtig transformiert, erreichen wir die Ziele, die wir erreichen müssen. Das wäre für mich die klare Wirkungsdefinition von eigentlich nachhaltig. Und das gilt dann für eine Stiftung genauso. Es gibt jetzt stiftungsrechtsthematische Probleme, die genau das verhindern. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, was die Politik tun, das kann ich nicht sagen. Was die Politik tun sollte, wäre natürlich auch solchen ressourcenbeschränkteren Entitäten, ne, wie zum Beispiel Stiftungen, weil das gilt in dem Fall für Pensionskassen, genauso sind auch sehr kleine Einheiten, ne, die das Leben leichter machen durch eine Standardisierung, durch zum Beispiel eine Datenzugangsfähigkeit. Ne. Wir haben eine extrem schlechte Situation, dass nachhaltigkeitsbezogene Informationen eingekauft werden müssen. Wir haben keine Datenbank, wo diese Daten verfügbar sind, wo sie gesichert verfügbar sind, wo sie auch Kosten verfügbar sind, dass man damit arbeiten kann, zum Beispiel. Das haben wir diese Taxonomie-Diskussion, die möchte ich jetzt hier gar nicht hineintragen in die Debatte, aber das ist ein Zeichen dafür, dass Politik im Sinne der klaren Rahmen gerade eben nicht unbedingt das tut, was den Akteuren hilft, in schlanken Prozessen in diese Umsetzung zu kommen. Frau Merbet. Das Beruhigende ist aber, dass die Europäische Kommission da uns jetzt links überholt und hoffentlich mit der European Single Access Point, also mit einer Plattform ähnlich dem Bundesanzeiger, dem Ganzen entgegentreten will. Das wird noch eine ganze Weile dauern und das wird tatsächlich nicht dauern, weil wir nicht schnell genug agieren, sondern weil der Datenschutz uns da ein bisschen Stöcker in den Weg wirft. Was ist die Idee, dass alle die Finanzierung brauchen, ihre Informationen dort einspielen und freigeben können, wer die Informationen bekommt. Und das sind grundsätzliche Daten aus der G&V und der Bilanz, aber eben auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Und damit organisieren wir eine Neutralität und damit organisieren wir auch eine Neutralität, was Kosten angeht.
Und ich sage immer als Beispiel, die großen Datenanbieter haben früher Jahresverträge gemacht. Seit letztem Jahr Sommer machen die 5-Jahres-Verträge, weil sie merken, dass genau diese europäische Plattform ihnen mittelfristig wahrscheinlich das Geschäftsmodell konterkariert. Zumindest was Nachhaltigkeitsdaten angeht. Aber also wir sind auf dem Weg und da müssen wir jetzt gucken, dass wir den schnellstmöglich über Datenschutzorganisationen auch wirklich für die kleineren Investoren, für diejenigen, die es weniger professionell gestalten können, möglich machen. Jetzt muss ich direkt in meinem Gedächtnis kramen, nicht, dass mir sowas nochmal passiert wie bei Ihnen. Herr Fritz, Sie hatten ein Stiftungscockpit mal mitentwickelt, richtig? Ja, das oder ist auch wieder eine Zeitungsente? das stimmt, ja. Was könnte das helfen? Also dieses Stiftungscockpit, das ich ja sogar an selber Stelle, allerdings damals auch persönlich anwesend vorgestellt habe im Hause der ESNT, ist letztlich auf Initiative des Bundesverbands Deutscher Stiftungen zustande gekommen und hat versucht, einen ersten Ansatz und einen ersten Aufschlag auch für eine bessere Nachhaltigkeitsintegration dadurch zu liefern, dass es als Controlling- und Planungstool so ein paar Überlegungen transparenter macht, die für Stiftungen wichtig sind und die auch dafür sprechen, sich mit Nachhaltigkeit intensiver auseinanderzusetzen. Die Grundidee dabei ist vor allem eines, nämlich dass man Nachhaltigkeit eben als ein weiteres Anlageziel und zwar tendenziell gleichberechtigt neben die klassischen Anlageziele von Stiftungen, nämlich die Vermögenserhaltung, die Ertragserzielung und die Risikominimierung oder Sicherheit setzt. Und wenn man das tut, dann bekommen die Nachhaltigkeitsaspekte in der Vermögensanlage automatisch einen höheren Stellenwert. Also Ökonomen neigen dazu, so ein bisschen zu sagen, Nachhaltigkeit ist so ein Nebenziel der Vermögensanlage. Wenn ich aber das als Anlageziel beispielsweise in den Anlagerichtlinien definiere, was ja grundsätzlich jeder Stiftung freisteht, dann gibt es da eine ganz andere Herangehensweise. Und die und einen anderen Stellenwert. Und es lässt sich eben auch nach außen, also sei es gegenüber der Stiftungsaufsicht oder gegenüber Dritten, die das vielleicht interessiert, auch vor allem gegenüber bei den Stiftungen, die Fundraising betreiben, deren gibt es ja auch viele, auch für die ist es vielleicht wichtig, ihre Herangehensweise da ein bisschen zu dokumentieren, gerade weil es ja im Moment noch nicht so viele Benchmarks gibt, wie Frau Merbitt gesagt hat. Also diese Benchmarks, das Benchmarking, glaube ich, das wird jetzt gerade in dieser dynamischen Phase einen erheblichen Stellenwert haben. Aber es würde ja schon reichen, und das sind viele Stiftungen, einschließlich unserer, das muss ich ehrlicherweise sagen, noch nicht so weit, dass man wenigstens den eigenen Fortschritt dokumentiert und in irgendeiner Form misst, in Sachen Nachhaltigkeit. Und dafür beispielsweise, das ist einer von mehreren Punkten, wo das Stiftungscockpit eine gewisse Hilfestellung anbieten soll. Herr Rocholl, ich würde gerne auf das, was Sie eigentlich vorhin schon mal ansprachen, nochmal zurückkommen, ein bisschen in die Anlagestrategien jetzt schauen, die man so haben kann. Divestment war am Anfang eine große Mode fast. Jeder, der Divestment betrieben hat, hat schon alles richtig gemacht gehabt. Jetzt gerade entwickeln sich ja große Dinge. Letzte Woche wurde eben der Vorschlag für die EU-Taxonomie, dass zum Beispiel Gas und helfen Sie mir, was alles, jetzt, man kann es gar nicht glauben, alles nachhaltig wird. Ist das für Sie etwas, wo Sie sagen, eigentlich total verrückt? Oder ist das sogar der Weg, eigentlich zu sagen, man hat Einfluss auf die Unternehmen, die vielleicht gar nicht so weit sind, wie man sich das wünscht, aber man bringt sie dann dahin? Ja, man muss sagen, die Taxonomie ist ein sehr ambitioniertes Unterfangen. Das heißt, den Versuch zu unternehmen, eine Klassifizierung vorzunehmen in das, was grün und das, was braun ist. Das hat dann auch sehr unterschiedliche nationale Präferenzen. Kernkraft gilt in Deutschland als braun, in Frankreich als grün. Also das heißt, man hat da schon mal so nationale Differenzen. Andererseits sollte man das Ganze auch nicht überbewerten, denn die Entscheidung, was man als grün oder braun empfindet, kann ja am Ende jede für sich selbst treffen. Also das heißt, man muss nicht unbedingt darauf warten, was die EU jetzt nun vorgibt, sondern man kann diese Entscheidung selbst treffen, dann auch nach eigenen Kriterien entscheiden, wie nachhaltig ist das? Und nachhaltig hat ja dann verschiedene Dimensionen. Ist es CO2-neutral? Ist es mit anderen Risiken verbunden, die möglicherweise erst über viele Generationen, also jetzt Restlagerung, ins Spiel kommen?
Deshalb glaube ich, dass es eine fundamentale Änderung geben wird über das, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Es gibt die Tendenz, das ist das, was ich auch selbst unterrichte, dass man am besten breit diversifiziert in einen Index geht, also ETF und ähnliche Dinge. Das ist ja, weil wir sagen, wir wissen nicht mehr als der Markt, also investieren wir ganz breit diversifiziert. Das hat zu einem massiven Wachstum von passiven Investitionen geführt. Also das heißt, man investiert, ohne da Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das wird sich ändern. Ich glaube, dass es der Trend sein wird, dass wir wieder wegkommen von nur passiv hin zu mehr aktiv. Das heißt, dass man als Investorin, Investor stärker wieder in die Geschäftspolitik der Unternehmen eingreifen wird. Dass man also auf Hauptversammlungen seine Stimme erheben wird und sagen, das ist nicht der richtige Weg, wir wollen im Sinne der Nachhaltigkeit nicht Projekt A, sondern Projekt B angehen. Und das ist vielleicht auch etwas, was in der Gesetzgebung gestärkt werden kann, also dass diese aktiven Kapitalgeber wieder verstärkt unterstützt werden, dass sie also selber stärker diese Rolle wahrnehmen können, sich tatsächlich aktiv in die Geschäftspolitik von Unternehmen, auch die Strategie von Unternehmen einbringen zu können. Also eine Lösung ist, aus vielen Ansätzen mehreres zusammenzusetzen, wenn ich es mal so unterm Strich hier zusammenfassen darf. Frau Lehmann, was haben Sie alles für Strategien eingebunden bei sich? Wie ich schon erwähnt habe, arbeiten wir mit Ausschlusskriterien. Das heißt, wir wenden hier die Prinzipien des Global Compact an und haben hinsichtlich der Operationalisierung dieser Prinzipien recht scharfe Mindeststandards gesetzt. Darüber hinaus arbeiten wir mit Umsatzschwellen, wir arbeiten mit Best-in-Ansätzen. Ich denke, Best-in-Class ist ein gängiger Ansatz, der bekannt ist. Darüber hinaus gibt es aber noch den Ansatz Best-in-Progress. Das heißt, und da fand ich Ihren Impuls sehr schön, ja, man kann in braune Investments reingehen, weil man eben sieht, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist. Ja, ich kann das auch gerne mit einem Beispiel untermauern. Wir sind ganz bewusst in einen Dienstleister, wir haben ganz bewusst in einen Dienstleister investiert, der für Großevents tätig war. Das heißt, er hatte Stromquellen für Lichtanlagen, für Tonanlagen und hat diese Stromversorgung über Dieselgeneratoren dargestellt. Die Strategie sah aber vor, eben auf Solaranlagen, auf, ich sage jetzt mal, grüne Energie umzusteigen. Das heißt, wir sind ganz bewusst in einen Emittenten hineingegangen mit einer sehr hohen CO2-Emission, weil wir eben eine sehr schöne Strategie gesehen haben. Man muss immer unterscheiden, möchte denn das Unternehmen, also A, hat es einen Impact und B, wie ist die Transformationsbereitschaft. Und da braucht man denn eben Experten an seiner Seite, die eben im Rahmen der Titelselektion diese Perlen, diese Möglichkeiten eruiert, um dann gegebenenfalls mit dem Investor zusammen oder eben im Rahmen eines Publikumsfonds da entsprechende Kapitalströme auch zu steuern. Also wenn ich noch vielleicht ganz kurz, also ich finde das ein großartiges Beispiel, weil das zeigt, wenn man das jetzt mal mathematisch betrachtet, es geht nicht um den Wert, sondern die erste Ableitung. Also es geht darum, was passiert von heute auf morgen, und gerade dieser aktive Einsatz, den Sie selbst gehen im Sinne der Veränderungsmöglichkeit, ich glaube, das ist eigentlich eine Idealdefinition, wie ich mir vorstellen würde, tatsächlich ESG-Finanzierung, nachhaltige Finanzierung funktioniert. Jetzt mache ich noch eine Ergänzung. Es geht um die Glaubwürdigkeit der ersten Ableitung. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Ich würde doch gerne Herrn Kopp mal einbinden, der ja nicht so große Chancen hat, sich direkt einzuklingen. Herr Kopp, sehen Sie das genauso oder haben Sie noch eine ganz andere Sichtweise darauf? Ich habe keine ganz andere Sichtweise darauf. Ich glaube nur, dass man sich bei der Frage, welche Instrumente oder welche Elemente im Anlageprozess nutze ich, sich erstmal fragen muss, was will ich erreichen? Also wenn Sie sagen, Sie möchten sozusagen sicher sein, dass bestimmte Dinge nicht passieren, dann nimmt man Ausschlusskriterien. Wenn man sagen will, ich möchte sozusagen auf die setzen oder die finden, die schon entweder grün sind oder die dann eine Strategie haben, die sich zeigt und darauf gehe ich hin. Das ist dann das Beispiel gerade eben, wo sich sozusagen das schon zeigt. Wenn ich mehr aktivistisch unterwegs bin oder im Sinne von, ich möchte tatsächlich einen Beitrag leisten, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen stärker mir die Braunen angucken und Dinge einfordern. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte in der Breite sozusagen in dieser Transformation
nicht nur sie unmittelbar sozusagen von heute auf morgen durch auswählen, von denen die schon eine gute Strategie haben, sondern ich möchte dazu beitragen, dann ist das aber auch eine etwas längerfristige Veranstaltung, wo zum Beispiel diese Engagement-Debatte sehr viel stärker mit dazukommt. Also insofern glaube ich, ich habe jetzt kein ganz anderes Bild. Ich glaube, der Punkt, den Wiebke gerade machte, zu Sinne der Glaubwürdigkeit, das ist im eigenen Interesse, glaube ich, aber auch zwingend, weil vielleicht ist noch ein Aspekt, den haben wir schon, glaube ich, mehrfach sozusagen subkutan angesprochen. Wenn ich das nicht tue, und das ist in dem Fall sozusagen Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen, das heißt ja heute, in der heutigen Welt übersetzt, dann wird die Transformationsdynamik in der Realwirtschaft nicht richtig erfasst. Wenn wir die Paris-Ziele ernst nehmen, wenn wir das jetzt, was dann über Biodiversitätsziele als nächste Ebene kommt, ernst nehmen, wird sich ja der rechtliche Rahmen, der Wettbewerbsrahmen, die relativen Kosten, die Ressourcenzugänge und so weiter für Unternehmen in deren Geschäftsmodellen komplett ändern. Über Zeit natürlich, nicht über Nacht. Das muss ich ja verstehen. Insofern sind wir hier eigentlich bei einer Erweiterung der Fundamentalanalyse und einer vernünftigen Integration in diese Fragestellung. Ein kurzer Aspekt noch, weil das vorhin als Satz fiel. Man weiß nicht mehr, als die Märkte wissen. Ich glaube, das stimmt in dem Fall, dass die Märkte tatsächlich die Informationen noch haben, die wir brauchen. Viele der Informationen, die wir aber in Zukunft werden nutzen müssen, sind zukunftsgerichtete, sind auf Ziele ausgerichtete, sind auf Strategien ausgerichtete. Die werden heute nicht standardmäßig berichtet. Die werden nicht standardmäßig erfasst. Die werden nicht im Markt bereitgestellt. Also insofern hat das, da wäre ich komplett bei Herrn Rocholl, dieser aus meiner Sicht nur Relevanz für aktive Strategien in der Zukunft, weil bestehende Indizes nicht so gut sind. Eine Frage im Chat, die Sie jetzt vielleicht auch nicht so sehen, bezieht sich auch darauf, ne? Wie gut sind die verfügbaren Daten heute? Ich glaube, da wird mehr hingehen müssen im Sinne von auch sozusagen neue methodische Ansätze wählen. Aber es ist ja jetzt nichts Neues, sondern ich habe das Spektrum noch ein bisschen weiter aufgespannt. Herr Fritz, auf welche Ansätze setzen Sie? Also wir kommen, klar, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, aus dem Bereich der Negativkriterien, die schon eine gewisse Tradition haben und die ja auch sagen wir, bei einem weltanschaulich gebundenen Investor mal relativ leicht zu definieren sind. Da gibt es insbesondere im kirchlichen Bereich, auch bei beiden Konfessionen, ja auch entsprechende sagen wir, Leitlinien, die da gewisse Grundsätze ziehen, an denen man sich orientieren kann. Darüber hinaus haben wir, also vielleicht von der Methodik her, das ist vielleicht nicht uninteressant, wir haben, weil wir auch die liquiden Anlagen komplett ausgelagert haben in Spezialfonds, wir haben den Asset Managern eben die Ausschlusskriterien in Form einer Positivliste an die Hand gegeben. Das heißt, wir schränken das Anlageuniversum in jedem einzelnen Segment ein, eben auf Basis dieser definierten Ausschlusskriterien und zusätzlich kommt noch so eine Art ansatzweise Best in Class. Es werden also nach einem Scoring-Modell unserer Nachhaltigkeitsrating-Agentur eben bestimmte Werte auch in den grundsätzlich zulässigen Anlagesegmenten rausgenommen, die nach diesem Nachhaltigkeitsscoring zu schlecht abschneiden. Also es ist eine Kombination letztlich im Wertpapierbereich aus Ausschlüssen und Best in Class, wo wir uns gerade stärker mit beschäftigen. Was grundsätzlich auch sagen wir, die Anlagerichtlinie schon zulassen würden, ist das Thema Impact Investing, also eine Investition, die, das wird ja dann in dem dritten Panel noch weiter behandelt, die sagen wir, gewisse gesellschaftliche Zwecke zum, sagen wir, als quasi gleichwertiges Investitionskriterium noch beinhaltet. Da sind wir allerdings, muss ich gestehen, erst auf dem Weg dahin und was wir uns momentan näher anschauen, gerne implementieren würden, auch auf Basis der Beschlusslage, einer jüngeren Beschlusslage jetzt der Gremien, ist eben das Thema Active Ownership. Also das heißt, dass man zumindest, was mir möglich und denkbar erscheint, dass man im Sinne der Stiftungszwecke, das sind bei uns eben Bildung, karitative Zwecke und Seelsorge, auf bestimmte Themen eingeht. Das, also da an der Stelle, also gerade was auch der Investment betrifft, hat die IVZ, also die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, ja schon Maßstäbe gesetzt in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob wir so weit gehen werden, aber das ist zumindest ein Thema, mit dem wir uns momentan intensiver beschäftigen. Frau Merwitt, wenn jemand sich neu dem Thema nähert, den Sie beraten, in welche Richtung beraten Sie da? Also welche Strategien stellen Sie vor? Was ist das, womit man am günstigsten einsteigt? Dann machen wir jetzt den längsten Redeblock für mich. Also wir haben hier die Erfahrensten sitzen und insofern würde ich fast rückwärts kommen und sagen, wenn ich erfahrene Investoren habe, dann wissen die, wie Mindeststandards funktionieren. Dann haben die ILO-Arbeitsmarktnormen, dann kennen die UN Global Compact. Übrigens ist das Arbeitsmarkt, das ist Umwelt, das ist alles rund um Korruptionsthemen. Und da finde ich persönlich Positivlisten von Dr. Fritz, und das weiß er auch nicht so besonders, da diskutieren wir auch in München immer zu,
Warum finde ich die nicht besonders? Weil der Asset Manager im Prinzip Fußfesseln bekommt, denn er kann ja eben nur aus einem begrenzten bestehenden Universum investieren. Und wenn die Benchmark sich übers Quartalsende anpasst, wenn neue Titel dazukommen, wenn aber auch Umsatzschwellen von Unternehmen sich so optimieren, dass auf einmal ein Unternehmen investierbar wäre, obwohl es im letzten Quartal oder im letzten Jahr noch auf der schwarzen Liste gestanden hat, dann ist es erstmal nicht durch den Asset Manager aktivierbar, außer wir kriegen die neue Positivliste und dann können wir loslegen. Das ist dann aber genau der Moment in der Story, den Sie nicht verpassen wollen im Investmentprozess. Also das ist sozusagen der erste Block und insofern eine ganz klare Maßgabe. Verlassen Sie bitte im Kopf das Thema Negativliste oder Positivliste, gehen Sie in Mindeststandards und gehen Sie in Umsatzschwellen und in dem Moment, wo das Unternehmen sich über die Umsatzschwelle verbessert, oder eben dann nicht mehr in Kernenergie über 30% der Umsätze generiert, ist es investierbar. Also das ist der erste Block. Der zweite ist alles rund um ESG-Integration. Und das hatte Frau Lehmann vorhin gesagt, wenn ich Nachhaltigkeit verstanden habe, dann ist es eine Risikointegration. Und das ist was, was ich neu startenden Investoren klar an die Hand gebe. Und das ist auch was, was wir ab dem dritten Quartal jeden Privatinvestor fragen dürfen bei der Anlageberatung. Lieber Kunde, möchtest du deine Investments nachhaltig ausgerichtet sehen? Die in Klammern Frage ist, lieber Kunde, möchtest du Nachhaltigkeit nicht in die Risikoallokation integriert wissen? Und das würde dann natürlich jeder entsprechend beantworten. Und dort sind wir jetzt im Frühjahr 2022. Impact ist die dritte Säule, da haben wir noch viel Daten aufzuholen. Und wenn ich jetzt gerade rede und über Investmentprozesse, dann muss ich einmal das Aktiv-Passiv-Thema ansprechen. Und die übergeordnete Aussage, egal wie Sie die letzten 10 oder 100 Jahre in der Stiftung investiert haben, egal mit welchen Daten Sie die letzten 10 oder 100 Jahre gearbeitet haben, es kommt eine völlig neue Phase. Und das ist nicht nur der Transformationsgedanke in der Wirtschaft, das ist auch der Transformationsgedanke in Daten. Es wird kein reines fundamentales Investieren mehr geben und es wird kein reines quantitativ oder eben passives Investieren mehr geben. Es wird eine Enhanced-Grau-Struktur geben. Denn in dem Moment, wo wir für eine EVZ Gelder managen würden, hätten wir genau dieses Unterziel der UN-Nachhaltigkeitsthematik 8.3 als strongly misaligned, als Mindeststandard mit drin. Also wenn ein Investor sagt, mir ist Arbeitsmarktstandard in einer bestimmten Kategorie so wichtig, dann kann ich das mittlerweile über die liquiden Märkte global so analysieren in Portfolien, dass ich auch sage, ich will eben nicht in die Titel gehen, die gegen mein Ziel massiv gegensprechen. Und das sind im Zweifel 1 oder 2% auf einem globalen Index. Den kann ich mir sowieso leisten als Investor, das rauszufiltern. Aber in jedem Fall habe ich nach meinen eigenen Restriktionen und genauso wie Dr. Fritz sagte, Bildung ist uns besonders wichtig. Ja, dann investiere ich doch eben nicht in die 1 bis 3% Titel, die gerade gegen Bildungsziele im Impact- und im SDG-Bereich reporten. Dann will ich die genau nicht dabei haben. Und das ist dann sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf. Und das ist 2022, 2023 die Maßgabe schlechthin. Alles erklärt, alles gesagt. Frau Merbit, das ist glücklich, denn wir hängen in meinen Augen mit den Themen. Nein, vielen Dank. Das ist ich habe manchmal so unverschämte Sätze drauf. Nein, um Gottes Willen. Es kommen die ersten Fragen an. Ich sehe, wohin die Reise auch noch gehen muss. Deshalb... Herr Rocholl, ganz kurz auf das Thema, was jetzt ein paar Mal auch angesprochen wurde, passiv-aktiv in dem Fall. Sie haben ja eine klare Meinung, auch das konnte ich einem Artikel entnehmen. Ja, also wie ich es gesagt habe, die passiven Investitionen haben viele Vorteile. Sie sind deutlich besser, als wenn irgendjemand glaubt, bessere Informationen zu haben als der Rest des Marktes. Darauf basierte meine ursprüngliche Aussage. Dann lieber breit streuen, Risiken minimieren. Aber wenn man jetzt ganz besondere Ziele verfolgen möchte, nämlich diese Nachhaltigkeit tatsächlich voranzubringen, zum Beispiel die Reduktion von CO2-Emissionen, dann lohnt es sich tatsächlich, das hat Herr Kopf gesagt, dass man dann tatsächlich auf aktiv einzelne Unternehmen zugeht und sagt, hier könnte ich mir vorstellen, einen besonders großen Impact zu haben. Also hier könnte der Unterschied zwischen dem, was heute ist und dem, was morgen sein könnte, besonders groß sein, also glaubwürdig besonders groß sein. Und das ist das, warum ich glaube, dass wir eine Renaissance des aktiven Investierens sehen werden. Herr Kopp, wenn man dann auf das Thema Greenwashing guckt, das ist ja nicht nur ein schönes Schlagwort, was man immer benutzen kann, sondern natürlich haben viele Stiftungen dann auch Sorgen, dass sie etwas auswählen und hinterher, auf welchem Weg auch immer, und hinterher stellt sie es als etwas raus, was angreifbar ist. Wie lässt sich das in Ihren Augen am besten umgehen?
Naja, ich glaube, wenn man jetzt wirklich extreme Angst hat, davor mit irgendetwas in Berührung zu kommen, was das Potenzial hat, einen Konflikt zu haben oder durch Veränderung zu einem erklärbaren Investmentinhalt werden zu können, dann kann man einfach nur alles ausschließen und sich ganz klar sagen, ich nehme mir, jetzt in dem Fall mal beim Umweltthema zu bleiben, die Maximalkriterien, Positivliste und nehme das Grüne. Dann habe ich sozusagen Peace of Mind. Aber wenn es um die Frage geht, zu sagen, ich möchte an einer Veränderung entweder Nutzen beitragen oder selber aktiv beitragen, dann wird es gar nicht anders gehen, als sich mit dieser Fragestellung insofern auch zu beschäftigen und dann da auch eine Haltung zu entwickeln und auch zu akzeptieren, dass es um Veränderung geht. Veränderung fängt ja immer bei etwas an, was zu verändern ist. Also insofern ist ja zwingend ein Element dabei, was nicht ganz schön ist. Ich glaube, jetzt zu Ihrem Punkt zu kommen im Sinne von Greenwashing, das ist aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, zurzeit eine sehr gute Dynamik, die wir da haben, weil das einfach offenlegt, dass wir eine Fehlwahrnehmung in der Vergangenheit hatten. Zu sagen, man schreibt Nachhaltigkeit drauf, es gab keine Standardisierung, es gab keine Regulierung im Sinne von einer verbindlichen, für alle geltenden Herangehensweise. Im Prinzip kommen wir aus einer Situation, wo ein Datenanbieter was anbietet und eine Logik drauflegt und sagt, ich habe hier ein Framework und dadurch attestiere ich dir das, hier ist mein Prozess, glaub es oder glaub es nicht. Also es waren selbstproklamierte Nachhaltigkeitsausweise, um das mal so zu sagen. Ne? Insofern, es ist sehr richtig, dass das passiert. Es ist auch sehr richtig, dass das nicht über Nacht sich löst, weil es komplex ist. Ne? Also um Ihren Punkt noch mal kurz aufzugreifen, wenn man damit Sorge hat, dass da sich mit diesen Themen zu beschäftigen, man auch mit Fragen konfrontiert ist, die man für sich von der Haltung her auch verarbeiten können muss, dann geht es, glaube ich, wirklich nur sozusagen ganz klar definierte, knappe Bereiche, die möglicherweise dunkelgrün sind. Da würde ich jedem von abraten. Da möchte ich Frau Merbitt noch mal fragen. Sehen Sie das auch so? Es gibt ja mittlerweile das Greenbashing. Ne? Mhm. Und eigentlich müsste man schon Vorwürfe bekommen, dass wir noch kein Rainbow-Washing betreiben, weil die SDGs uns ja genau diese bunten Farben geben. Also ich bin selten im Sustainable Finance Beirat so mit Matthias in einer Meinung gewesen, aber heute Nachmittag schaffen wir es endlich. Also die Antwort auf Greenwashing ist immer, wenn ich nur die Quick Wins generiere, dann bin ich im Greenwashing-Bereich. Wenn ich in die Substanz gehe, wenn ich in Strategie hinterfragen gehe, dann bin ich auf dem richtigen Weg und den kann ich aber niemals mit einem Schalter generieren. Das ist die ganz klare Maßgabe. Dann wollen wir auf das Thema Risiko insgesamt mal bei der Rendite kommen. Frau Lehmann, wie viel Risiko ist für Sie impliziert, wenn Sie sich nach ESG richten oder Ähnlichem, dass Sie noch weniger Rendite als vorher schon erwirtschaften? Das war ja der große Vorwurf viele Jahre. Ja, das stimmt. Aber ich denke, es gibt inzwischen sehr viele Studien und Metastudien, die belegen, dass Nachhaltigkeit keine Rendite kostet. Im Gegenteil, wie Frau Merbitt schon ganz richtig gesagt hat, es kostet eher, wenn man eben nichts macht. So. Das Erschütternde ist, es gibt auch Gegenstudien immer noch, die rauskommen, die sagen, doch, es ist so. Woher beziehen die dann ihre Daten? Also was sind das für Aussagen? Ja, das ist schon in der Tat eine Literatur, die man sich sehr genau anschauen muss. Denn grundsätzlich ist es ja so, wenn ich ein ganzes Universum an Anlagemöglichkeiten habe und jetzt bewusst, auch aus nachvollziehbaren Gründen, einen Teil davon ausschließe, dann heißt das erstmal, dass ich Diversifizierungsmöglichkeiten liegen lasse. Das heißt also mal vom Grundsatz her ist es so, dass ich dann ein höheres Risiko gehe, als wenn ich in alle Anlageklassen investiere. Jetzt muss man allerdings eins berücksichtigen. Jetzt kann man natürlich sagen, der Markt hat vielleicht in der Vergangenheit noch gar nicht genau genug berücksichtigt, wie groß diese Transformation ist und wie sehr sie dann auch Renditen in Mitleidenschaft zieht. Also zum Beispiel dadurch, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Kohlekraftwerk investiert habe und damals noch nicht wusste, wie hoch jetzt die Notwendigkeit für die Transformation ist, auf einmal diese Investition nichts mehr wert ist. Das heißt, man muss also sehr genau darauf schauen, das wird jetzt schon ein bisschen arg wissenschaftlich, aber man muss sehr genau darauf schauen, was ist ex ante die Erwartung, und ex ante sollte die Erwartung sein, möglichst breit zu diversifizieren, bloß nichts ausschließen, und was kommt ex post dabei raus? Das ist in gewisser Weise so, als wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, wie heute das Wetter wird, soll ich in einen Eishersteller und einen Regenschirmhersteller investieren, dann tue ich mich am Anfang besser, indem ich in beide investiere. Wenn es am Ende nur Sonnenschein gab, dann war es natürlich besser, hätte ich mich nur auf das Eis konzentriert. Also deshalb ist, glaube ich, ganz wichtig, sehr genau sich diese Studien anzuschauen. Ex ante halte ich es wirklich für fragwürdig oder halte ich sogar für ausgeschlossen, dass das Risikorenditeprofil besser ist, wenn man bestimmte Anlageklassen ausschließt. Also das heißt, ich würde eher sagen, wenn ich nur grün investiere, bin ich ex ante schlechter dran, als wenn ich in alles investiere. Jetzt habe ich irgendein Signal gekriegt.
Wer von Ihnen wollte, Herr Kopp, wollten Sie dazu was sagen? Genau. Ich habe mich gar nicht zwingend gemeldet, aber nur um das kurz aufzugreifen. Also ich glaube, dass weil Herr Rocholl über Anlageklassen spricht. Ne? Also aus meiner Sicht haben wir hier nicht das Thema grüne Anlageklassen, braune Anlageklassen, sondern wir haben das Thema, dass ein Unternehmen eine Strategie hat oder eben eine hat, die nicht angemessen ist für die Zukunftsentwicklung und Zukunftserwartung. Und insofern, da komme ich nur wieder zu dem Punkt zurück, da haben wir aber, glaube ich, keinen Dissens. Das, was der Markt heute an Informationen zur Verfügung hat, um diese Zukunftsstrategien sozusagen einzuwerten, Richtung zum Beispiel auch Nachhaltigkeitseffekten. Und also da reden wir nicht mehr über Weltenretten, sondern wir reden über Hardcore-Geschäftsstrategien, die risikoresilient sind für Zukunftsentwicklung. Ne? Ich glaube, da kommt das Thema her. Und wenn man das sinnvoll tut, dann kann man mit einer nachhaltigen Strategie genauso die Rendite erwirtschaften, wie man das falsch machen kann, wenn man in nachhaltige Titel geht. Genauso wie man mit braunen Dingen Werte vernichten kann, wenn man einfach eine falsche Bewertung macht. Insofern ist, glaube ich, der Satz ist richtig. Man kann das nicht sagen, es ist besser oder schlechter. Man kann es mit beidem gut machen, man kann es mit beidem schlecht machen. Ich glaube, als Ergänzung noch, das Thema gestrandeter Vermögenswerte gab es vor 10 Jahren nicht. Und das ploppt so seit 5 Jahren auf. Und wenn Sie Iberdrola sind, dann haben Sie im April letztes Jahr spätestens festgestellt, dass Sie 2 Gaswerke auf der Iberischen Halbinsel nicht mehr verkauft bekommen. Die kriegen Sie nicht mal verschenkt. Die will niemand da draußen. Und niemand von uns will Themen im Portfolio haben, die Sie nicht mehr verkauft bekommen. Und ich rede nicht davon, dass mal ein Coupon ausfällt. Das Ding ist null. Und im Zweifel haben sie sogar noch Folgekosten, um es rückzubauen. Und diese Fragen und diese Risiken hatten wir in der Vergangenheit nicht. Und deswegen können Ex-ante-Analysen das gar nicht so in der Antizipation besetzen. Wir haben Benchmarks aus der EU-Taxonomie in der Klima-Benchmark-Verordnung, die in Öl, Gas und Versorger jetzt schon ausschließen. Das ist vielleicht ein Schritt zu früh. Aber das sind die Investoren, da saß ja knapp vorhin hier, die sagten, ich will eben nicht einer der letzten Dominosteine sein, die fallen. Und in der Phase sind wir gerade. In welchem Dominosteinraster wollen wir sein, um nicht im gestrandeten Vermögensplopp zu kommen? Herr Fritz, um Sie einzubinden und Sie vor allen Dingen, Sie können es ja nicht so richtig sehen, wann, wer, wie, was anbietet. Wie sehr ist bei Ihnen trotzdem die Diversifikation eingeschränkt durch Ihre Kriterien? Und Sie sagen, naja, gut, ein bisschen steigert es das Risiko, ist aber nötig. Also es stimmt natürlich, die Herangehensweise, also da hat Frau Merbit recht und auch Herr Professor Rocholl, dass wir schränken unsere Diversifikation ein. Bestes Beispiel vielleicht, und das ist das, wo sagen wir, unsere Asset Manager natürlich, also im Rentenbereich am meisten, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ist, dass wir eben nicht in amerikanische Staatsanleihen investieren können, Stichwort Todesstrafe und andere Themen, die dann natürlich dort zum Ausschluss führen. Und das ist, also amerikanische Staatsanleihen sind halt nun mal das Rückgrat von vielen Strategien. Ist auch genauso ein Punkt, also der auch, sagen wir, auf der juristischen Ebene eine Rolle spielen kann, wenn man sich überlegt, also mit Ausschlusskriterien vielleicht eine geringere Diversifikation. Das Gleiche kann auch passieren, wenn ich Impact Investing betreibe und eben in bestimmte Technologien oder bestimmte Branchen investiere, weil ich die voranbringen will. Auch dann steigt natürlich mein Risiko, weil ich dort dann entsprechende Klumpen möglicherweise habe im Portfolio. Also unsere ganz konkrete Erfahrung ist, ich frage natürlich auch unsere Asset Manager, die jetzt einen gewissen Track Record haben, auch mit diesen Ausschlusskriterien, die wir anwenden, war das jetzt unterm Strich positiv oder negativ? Und jetzt meine subjektive Wahrnehmung, ohne das jetzt wirklich mit Zahlen hinterlegen zu können, ist, dass es auf lange Sicht relativ neutral ist. Also wir haben Situationen gehabt, in denen wir einfach mit Nachhaltigkeitskriterien gut gefahren sind, also Stichwort VW-Abgasskandal, Stichwort auch Wirecard, vor allem natürlich, das beruht sehr stark auf den Governance-Kriterien, die da eine Rolle spielen und das hat uns sicherlich vor Schaden bewahrt. An anderen Stellen, jetzt wo wir auch als kirchliche Investoren nicht so intensiv dabei sind, wie im Pharma-Bereich beispielsweise oder teilweise auch bei den Versorgern in bestimmten Phasen, hat uns das Rendite gekostet, das ist auch klar. Nur unterm Strich, glaube ich, war es einigermaßen, also gleicht sich das auf lange Sicht einigermaßen aus. Also, und also, die,
der Preis ist, das ist ganz klar natürlich ein reduziertes Portfolio. In einem Fall, das muss man vielleicht dazu sagen, das hatte ich vorhin unterschlagen, sind wir jetzt dazu übergegangen, einen Nachhaltigkeitsindex zu unterlegen für ein passives Mandat, eben um dort trotzdem eine Steuerung und eine einigermaßen sinnvolle Qualitätsbeurteilung sicherstellen zu können. Also wenn ich die Runde ein bisschen zusammenfassen darf, ist man weit davon entfernt, das noch als eine Option zu sehen auf Dauer für Stiftungen, sondern eher etwas Notwendiges. Sollte, das ist ja nie beliebt in Deutschland, sowieso nicht, sollte die Politik sich mehr einschalten, sollte es mehr Regelungen geben, sollte es mehr Anreiz geben, um Stiftungen auch die Möglichkeit zu geben, wirklich in nachhaltige Bereiche zu gehen? Also mein Kernpunkt wäre, dass gerade diejenigen, die besonders stark durch aktive Investitionen diesen Prozess beeinflussen können, und das ist aus meiner Sicht, sind natürlich die großen Stiftungen, sind aber gerade zum Beispiel Venture Capital, Private Equity, die wirklich einen ganz großen Einfluss haben können, dass man eben auch diese Investitionen für die Stiftungen leichter macht, weil sie damit tatsächlich diese Investorengruppen unterstützt, die diese aktive Transformation vor allem voranbringen können. Ich glaube, da wäre ein großer Hebel. Also mehr Angebote, mehr Unterstützung als Regelwerk. Frau Merbit. Ja, ich bin ja nie für Regulierung, ich bin eher für Deregulierung. Und gerade bei Institutionellen, die nach Sozialgesetzbuch und solchen Dingen völlig eingeschränkt werden, da können ja Stiftungen mehr als dankbar sein, dass dem nicht so ist. Die Stiftungsrechtsreform, ich glaube, da ist Dr. Fritz der wirkliche Profi, hilft uns ja gerade bei Engagement, bei Voting, bei Transformation. Also insofern glaube ich, dass in dem Falle die Politik eher sagen soll, mit Bildungsangeboten, mit Aufklärungsangeboten aufwarten sollte und mit Vorbildfunktion. Was genau hilft die Stiftungsrechtsreform, Herr Dr. Fritz? Diesbezüglich die, jetzt? Ja, also die Stiftungsrechtsreform ist vielleicht genau der Grund, warum wir in diesem Bereich keine Regulierung brauchen. Denn die Stiftungsrechtsreform stellt mit der Business Judgment Rule klar, nochmal, dass Stiftungsverantwortliche da eben einen sehr weiten Ermessensspielraum haben bei der Auswahl ihrer Anlagen und auch bei der Methodik des Anliegens. Und schützt sie vor Verhaftung, eben genau jetzt, wenn wir beispielsweise bei der Fragestellung bleiben, darf ich das Anlagespektrum reduzieren um bestimmte Werte, in die ich nicht investieren will, und hat dann die Stiftung möglicherweise einen Nachteil davon. Wenn ich, das sind natürlich alles Entscheidungen, die unter Unsicherheit zu treffen sind. Diese Ex-ante-Betrachtung, das haben wir schon gehört, die ist schwierig in der Situation, in der ich eine Anlageentscheidung oder eine strategische Entscheidung treffen muss. Und die kann natürlich auch nach hinten losgehen, das ist völlig klar. Und die Stiftungsrechtsreform hat eben den positiven Ansatz, dass jetzt nochmal ganz explizit die Verantwortlichen bei solchen Ex-ante-Entscheidungen schützt und sagt, wenn ihr die gut begründet habt und wenn die auf einem guten informatorischen Fundament liegt, dann braucht ihr keine Regress und keine Haftungsansprüche zu fürchten. Das heißt also, um Ihre Frage zu beantworten, die Ausgangsfrage, wir brauchen da für Stiftungen ganz bestimmt keine Regulatorik, sondern wir bräuchten eher eine noch bessere Informationsgrundlage, um eben diese Verfahrensweise dann auch sicherstellen zu können für die Verantwortlichen. Das scheint auch Konsens zu sein. Ich würde die Runde dann gerne aufmachen. Gibt es Fragen hier direkt aus dem Plenum? Wir haben ein, zwei nämlich digital zugespielt bekommen. Die eine, Frau Merbit, die gebe ich Ihnen mit. Ich glaube, die können Sie direkt beantworten. Ist auch sehr umfangreich. Wie gehen Sie diesbezüglich, da geht es um das passive Investment, über das wir sprachen, wie gehen Sie diesbezüglich Ihres ESG, Moment, das ist so, betreiben ETF neben Ausschlüssen und Best-in-Class nicht auch Engagement? Beispiel BlackRock. Oh, das ist eine wunderbare Frage. Passive Investoren und ETF-Anbieter werden noch viel stärker in die Richtung gehen und werden jetzt und nächstes Jahr noch eine komfortable Situation haben. Warum wird die komfortabel sein? Weil sie eben noch investiert bleiben und weil sie ganz viel aktive Stimmrechtsausübung geben können und das dann reporten in einer Transparenz, die 100.000 Seiten ausfüllt für so ein großes globales ETF, was man besetzen kann, weil ja für jede Unterfrage nochmal eine Meinungsbildung reportet werden kann. In 2-3 Jahren wird diese komfortable Situation enden, weil sie ja dann Schlüsse draus ziehen müssen, weil sie klar Cutner sagen müssen und sagen müssen, okay, wir haben in die Glaubwürdigkeit gewettet und sie ist nicht eingetreten.
Und entweder hat der Corporate Governance Codex dann dafür gesorgt, dass der Vorstand ausgetauscht wird oder andere Gremienstrukturen. Wir können nochmal auf 2-3 Jahre glaubhaft wetten. Oder wir müssen dann eben deinvestieren. Und dann habe ich ein Gap, dann habe ich ein Sharpe Ratio, das aufgeht Richtung Benchmark. Und dann muss ich meine Anlagerichtlinien in passiven Mandaten überarbeiten. Und das wird bei ETFs nicht so einfach sein. Und dann wird der Regulator nochmal eine ganz andere Benchmark-Regulierung und Benchmark-Verordnung wahrscheinlich auf den Weg bringen. Also insofern keine einfache Frage für die Zukunft, für die lange Zukunft, für die nächsten 20 Monate, super. Wie gehen Sie bei ESG-Reporting vor? Welche Datenbanken nutzen Sie? Frau Lehmer? Ich habe vorhin gesagt, ESG ist immer on top. Das war etwas unglücklich ausgedrückt. Natürlich wird das perspektivisch so sein, aber da muss man eben den Dialog mit den Asset Managern führen, dass ESG ein integraler Bestandteil ist. Aber das Standard Reporting der KVG und so weiter beinhaltet, es sei denn, es ist bei Ihnen anders, Frau Mehmet, weiß ich nicht. Noch nicht. Noch nicht, genau. Ich schreibe die KVG-Dienstleistung aus, deswegen. Aber das Standard-Reporting der KVG beinhaltet noch keine ESG-Performance-Daten. Das heißt, ich beziehe mein ESG-Reporting von einer ESG-Rating-Agentur. Und da war ich dann natürlich in einer komfortablen Situation zu sagen, ich hätte gerne dieses Stück vom Kuchen und dieses und das hätte ich gerne nicht. Aber jetzt hier nochmal bitte im Benchmark-Vergleich und wie ist das denn konsolidiert? Gibt es noch andere Varianten, die wir als Antwort anbieten können? Herr Fritz, welche Datenbanken nutzen Sie? Also wir haben auch eine Nachhaltigkeitsratingagentur, die für uns diese Positivliste zusammenstellt. Also das ist in unserem Fall IMUG, die im kirchlichen Bereich häufig anzutreffen ist. Wobei also da findet ja momentan ein sehr dynamischer Konsolidierungsprozess in dem Markt der Informationsanbieter statt. Also das das ist sozusagen auch ähnlich dynamisch wie die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategien. Also das ist für uns ein wesentlicher Anbieter. Ich habe vorhin gelesen im Chat, es kam auch die Frage nach MSCI. Das ist tatsächlich ein Punkt, mit dem einzelne Asset Manager gearbeitet haben, wobei wir jetzt eben gerade jetzt im Hinblick auf dieses eine passive Mandat auch dort den zugrunde liegenden Index ausgetauscht haben gegen einen anderen Anbieter, weil die Bedenken, die da geäußert worden sind in diesem Chatbeitrag, teilen wir schon auch, muss man sagen. Also und ja, also insofern ist es allerdings so, dass natürlich auch die KVG wieder, also unsere Master KVG auch wieder eigene Datenbank nutzt, um beispielsweise eben in diesem Bereich zu reporten. Also das heißt, es fließen eigentlich in so einem relativ großen Portfolio relativ viele Informationen aus unterschiedlichsten Quellen zusammen. Also ich glaube, die große Herausforderung auch in Zukunft, wo die Datenqualität dann vielleicht noch besser wird, ist eher sozusagen dann die so zu ordnen, dass man auch wirklich damit arbeiten kann, dass man sagen wir mal, ein kontinuierliches und bruchfreies Reporting hinbekommt, dass man sozusagen die eigene Historie gut verfolgen kann und gegebenenfalls eben auch ein aussagekräftiges Benchmark mit anderen Investoren oder mit anderen Standards dann implementieren kann. Eine letzte Frage aus dem Publikum. Vielen Dank. Maximilian Kremer von der TU München. Jetzt geht's, glaube ich. Okay. Was raten Sie denn den vielen kleinen und mittelgroßen Stiftungen in Deutschland, die vielleicht nicht die administrativen Kapazitäten haben, um ein aktiv gemanagtes Portfolio und Datenbanken zu studieren? Wie sollen die denn am besten einen ESG-Ansatz in ihrem Portfolio umsetzen? Frau Lehmann. Das ist ein extrem guter Punkt, weil viele Stiftungen befinden sich in Deutschland nicht in der komfortablen Situation, dass man sich Spezialformandate strukturieren kann, um denn dort vielleicht auch eine passive Struktur umzusetzen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Also von daher ist die Frage ganz großartig. Danke dafür. Ich denke, die ETF-Anbieter, die Anbieter von passiven Strukturen haben diesen Markt natürlich für sich entdeckt. Und von daher gibt es ja schon diverse ETFs mit einer Nachhaltigkeitsstrategie hinterlegt. Man muss sich denn halt als Investor aber dennoch die Mühe machen, in diese Strategien, in diese ETF-Strategien reinzugehen, um eben zu sehen, ob es
ob sich diese umgesetzte Strategie mit der eigenen Strategie deckt. So, kleinere Investoren haben vielleicht auch nicht so diese konkreten Vorstellungen, wie es vielleicht die IVZ hat oder Herr Dr. Fritz, wo ich sage, also SDG 8 unter Punkt 8.7, ja, ist mir ganz wichtig. Aber es gibt bestimmt auch für kleinere Investoren oder für Investoren mit kleineren Anlagevolumina gute Lösungen, um in diesem Bereich sich da gute Vehikel zusammenzustellen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ja, dann darf ich mich bei der Runde ganz herzlich bedanken. Herrn Kopp haben wir an die Uhrzeit schon verloren. Der ist knapp getaktet und wir sind wieder deutlich drüber geschossen. Ganz herzlichen Dank. Ich bin ganz erstaunt über das Ergebnis dieser Runde, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, wir halten uns weiter damit auf, dass es natürlich ein schwerer Weg ist, den nicht jeder beschreiten kann. Vielen, vielen Dank auch an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich, Sie gleich alle in 20 Minuten zurück begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.